Guten Tag, mein Name ist Bormann, ich bin vom Beruf Lehrer, ich lebe in Berlin und das hier ist ein wunderschönes Plätzchen. In diesem Video geht es um Preparation, um Prep mit Rudy, um die Art und Weise, wie man vielleicht draußen länger überlebt. Wenn die Herrscher des Systems kommen und sie zwangspieksen wollen, wo bleiben sie denn dann? Wissen Sie was? Zur Not nehme ich meinen Notfallrucksack und bin weg. Ja, aber wohin? In welches Haus? Wo kriegen Sie ihn nicht? Sie kriegen sie natürlich überall, aber Sie haben keine Lust, sie überall zu kriegen. Ne? Also Sie werden sie dann holen, wenn es bequem ist. Zu Hause abholen, auf Arbeit abholen und an Plätzen holen, wo man mit dem Auto hinfahren kann, mit dem Hubschrauber landen kann, wo man sie kriegen kann. So, sagen Sie, jetzt übertreibe ich aber. Ich weiß nicht, also es gibt Leute, die behaupten, das wären keine Übertreibungen. Also, Preparation, Preppen heißt nichts anderes wie vorsichtig sein. Und was ist das Wichtigste? Einen vollen Keller zu haben? Nee, den können Sie nicht mitnehmen. Also deswegen ist es schon mal nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist Ihr Notfallrucksack. Ne? Und Ihr Notfallrucksack, der enthält alles, was Sie brauchen, um draußen eine Woche zu überleben. Zelt, Schlafsack, eine Alufolie zum Drunterlegen, eine Isolierfolie, falls sie mal kalt wird. Sowas haben die Läufer bei irgendwelchen Wettbewerben zum Beispiel umhängen. Sowas würde ich da alles reinstecken. Ne? Ein bisschen so Bergsteigernahrung. Ne? Also das, was die Jungs da mitnehmen auf den Berg, das kann man gut tragen im Rucksack. Davon kann man sich auch eine Woche zur Not ernähren. Und da ist alles Nötige drin, dass es ihnen gut geht. Was mache ich jetzt mit den vielen Litern Wasser, die ich vielleicht mit mir rumschleppen müsste? Da gibt es was ganz Praktisches. Ne? Das verrate ich Ihnen mal. Ich habe mir letztens da etwas geholt, das nennt sich so Wasserfilter. Ne? Und zwar ist das ein Portabler. Sagen Sie, sieht ja komisch aus. Was ist denn das hier alles? Das hier oben ist nur eine Kappe. Hier kann man dran saugen. Und das ist der Strohhalm, den man in jede Pfütze halten kann. Wenn ich jetzt also hier zum Beispiel an den See einfach mal gehe, dann besteht das einzige Problem eigentlich darin, mir nicht die Hose nass zu machen, wenn ich mich hier bücke irgendwie. Ne? Also muss ich irgendwie mal gucken, dass hier irgendwo eine Graslode ist oder dass ich hier auf meinem Schuh niederknie, dass ich von vorher mal ein bisschen übe. Also ich mach's jetzt einfach mal. So, jetzt will der Baumann behaupten, dass er aus dem See getrunken hat. Ja, habe ich. Also dieser Filter filtert so ungefähr 99,9% von allen Schadstoffen da raus aus dem See. Und sie haben überall was zu trinken. Ganz einfach. Das Einzige, wo man aufpassen muss, ist halt, dass man nicht zu viel Dreck ansaugt, weil dann verstopft sich der Filter. Der reicht für angeblich 2000 Liter Wasser. Wissen Sie das, wie lange Sie denn mit diesem Filter trinken können? Da können Sie mit mehreren Leuten von diesem Filter wochenlang Ihr Wasser durch den Filter ziehen, ja? Und werden nicht verdursten. Und Wasser ist tatsächlich das Allerwichtigste beim Preppen, beim Vorsorgen, ja? Sagen Sie, oh, die Prepper, die sind alle recht, so, Quatsch. Warum ist das Quatsch? Denken Sie doch mal an Ihre Großeltern, an Ihre Urgroßeltern, die hatten noch Weggläser im Keller. Die haben sich präpariert für den Winter mit dem Gemüse, was sie aus ihrem eigenen Garten geerntet haben. Das war Vorsorge für den Winter. Ja? So, sagen Sie, na, der Winter ist ja auch kalkulierbar, aber so ein Problem, dass wir kein Wasser haben, das kann ja nicht auftreten. Ich habe Ihnen schon einen Fall genannt. Ne? Also wenn es tatsächlich so böse kommt, dass die Bundeswehr hier von Haus zu Haus geht, um die letzten Nicht-Geimpften zu kaschen, dann bin ich weg mit dem Wasserfilter irgendwo im Wald und ich warte, bis die wieder weg sind oder bis sie mich dort fangen. Und ich glaube, das werden Hunderttausende sein. Das wird kein Spaß für die Bundeswehr, ne? Wir werden dann schön gemeinsam am Lagerfeuer sitzen, uns irgendwo Barsch angeln und den grillen und zu trinken haben wir auch. Viel Spaß den Häschern.
der Gesundheitsdiktatur.